war es in den französischen Alpen. Auf der Skipiste von Chabrières wurde vor 2 Jahren der Geschwindigkeitsweltrekord mit Skiern aufgestellt. Jetzt wollen es die Mountainbiker den Skifahrern nachmachen. Einer der 4 Helldriver, die an diesem Bikespeed-Event teilnehmen, ist Philipp Parakis. Bekannt wurde der Schweizer 1991 als Kamikaze-Downhill-Sieger von Mammoth Mountain in den USA. Für den 29-Jährigen ist es die erste Hochgeschwindigkeitsfahrt überhaupt. Gestartet wird in einer Höhe von 2700 Metern. Die Streckenlänge beträgt 1 Kilometer bei einem Gefälle von 70%. Der erste Versuch bedeutet, langsam fahren und die Strecke kennenlernen. Deswegen war der Waliser vorsichtig und kam nur auf 121 Kilometer pro Stunde. Einer der interessantesten Männer der Sportwelt ist Eric Baron. Als erster sprang der Franzose mit einer Motocross-Maschine den Rückwärtssalto und landete so im Guinness-Buch der Rekorde. Und ebenso kämpfte der 34-jährige Sportlehrer als Stuntman im Actionfilm Highlander. Er weiß also genau, was gefährlich ist und was nicht. Vor einem Jahr stellte er einen Weltrekord genau hier auf dieser Strecke auf. Damals raste er mit 151,56 Kilometer pro Stunde den Hang hinunter. Und das ist Christian Taiffet. Der 24-jährige Franzose gilt als Erfinder dieser Disziplin. Schon vor Jahren versuchte er sich auf Schnee und kam damit gut zurecht. Im Januar 1994 fuhr er bei einer Wettfahrt gegen einen Snowboardfahrer einen steilen Hang abwärts. Er gewann ganz knapp und seitdem ist Christian besessen von hohen Geschwindigkeiten auf Schnee. Vor einem Jahr stellte er einen neuen Weltrekord auf. 147 km/h hieß es damals. Das möchte er auf jeden Fall steigern. Auch sie nimmt zum ersten Mal an einem solchen Event teil. Giovanna Bonazzi aus Italien. Als Downhill-Weltmeisterin von 1993 dürfte sie mit der Strecke eigentlich keine Schwierigkeiten haben. Trotzdem tastet sie sich langsam heran. Ihr Ziel im ersten Lauf, heil unten ankommen. Mit ihrem 18 Kilogramm schweren Fahrrad kommt sie immerhin auf 125 Kilometer pro Stunde. Was ist das Besondere an deinem Rad? Die Außenverkleidung ist neu. Sie macht das Rad aerodynamischer. Es ist speziell für Downhill-Rennen produziert. Darunter steckt ein ganz normales Mountainbike. Das Bike ist zwar ziemlich schwer, aber das ist gerade bei so steilen Abfahrten eher ein Vorteil. Dann ist wieder Philipp Parakis an der Reihe. Bis 1 Uhr nachts hat er an seinem Rad gebastelt, um die Stabilität zu verbessern. Der Vater eines 6 Monate alten Sohnes kennt das Risiko. Er fährt auf einem Cannondale Super V3000. Auffällig daran der verlängerte Radstand. Er soll für mehr Laufruhe sorgen und die Carbonverkleidung und die Schutzbleche verbessern die Aerodynamik. Und der Schweizer will es nun unbedingt wissen. In diesem Run steigert er sich auf 156,65 Kilometer pro Stunde. Das Ganze hat riesig Spaß gemacht. Wenn ich noch mehr Trainingsfahrten gehabt hätte, wäre ich noch viel schneller gewesen. Ich freue mich schon auf den nächsten Bikespeed-Event. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Nun der letzte Versuch von Eric Baron. Sein Titan Full Suspension Bike ist das einzige ohne aerodynamische Verkleidung. Das Speedbike ist eine Spezialanfertigung. Das vordere Kettenblatt weist 84 Zähne auf. Der gelernte Dachdecker ist in seinem letzten Versuch verdammt schnell. Mit 166 Sachen rast er die Piste talwärts. Das ist neuer Weltrekord. Hey. Good job, mate.
Und weil es am Start fast senkrecht runtergeht, muss Giovanna zum Start geleitet werden. Ansonsten rutscht man den ganzen Hang hinunter, wie es einigen Fotografen passierte. Die 24-Jährige ist immer gut drauf. Sie will jetzt alles riskieren, um die schnellste Frau der Welt zu werden. Ihr durchgestyltes Downhill-Bike ist ein Prototyp. Es ist so teuer und so schnell wie ein Kleinwagen. Und tatsächlich schafft es das Mädchen aus Verona. Mit 142,6 Kilometern stellt sie einen neuen Weltrekord auf. Letztes Jahr habe ich Christian getroffen, als er gegen einen Snowboarder zum Duell antrat. Christian hat auf seinem Bike gewonnen, zwar nur ganz knapp, aber das hat mir so gut gefallen, dass ich das ausprobieren musste. Spontan habe ich mich entschlossen, die schnellste Frau der Welt zu werden. Why not? Next year, me too. Faster woman. Wie soll es für dich weitergehen? No crash. Erst einmal möchte ich nie stürzen und dann möchte ich wieder die Weltmeisterin im Downhill werden. Mit Spoilern in den Waden sowie dem Lycra-Anzug aus Plastik will Christian Talfier den Weltrekord wieder an sich reißen. Alle sind gespannt. Der 24-Jährige hat heute Großes vor, dann geht's abwärts. Mit 178,66 Kilometern pro Stunde schießt der Bike-Profi abwärts. Neuer Weltrekord. Auf der Autobahn würde Christian uns alle überholen. Im Auslauf ist Christian dann noch so schnell, dass ihn nichts und niemand mehr aufhalten kann. Es hat alles hervorragend geklappt. Natürlich war es enorm schwierig, bei der Geschwindigkeit die Kontrolle über das Rad zu behalten. Ich bin in den letzten beiden Durchgängen von derselben Stelle gestartet. Das zeigt, wie wichtig eine aerodynamisch optimale Fahrposition ist. Gefährlich war es für mich nicht. Ich spüre jede kleinste Bewegung und kann sofort reagieren. Es ist viel riskanter, zu Fuß durch Paris zu laufen. Nächstes Jahr will Christian die 200 Kilometer pro Stunde Schallmauer durchbrechen. Na dann, Hals und Beinbruch.